Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Elex. So, ich sehe hier keine Feinde weit und breit. Ach, du sollst dich nicht hinsetzen. Ich wollte die Kippe da klauen. Kann man aber nicht. Okay, wo sind wir? Hier kam ich doch her. Ja, hier kam ich her. Das war meine Anfangszeit hier. Genau, hier liegen die Viecher noch überall rum. Geht es denn hier irgendwo weit? Bedrohlicher Ort. Nur, es geht, ne? Führt einen Weg. Wir kriegen jetzt hier gleich Besuch. Hier ist ein Vieh. Ich weiß allerdings nicht, was für eins. Okay, erstmal kleine. Damit kann ich leben. Hurala. Ich greife an. Dann mach das doch einfach. Sag das doch nicht. Die haben wir erledigt. Könnte man da hoch? Ich gehe erstmal hier hoch. Das sieht aus wie ein Lager. Ist aber keins. Das ist ein totaler Weg. Also kann man bei uns, da wo wir, da hätten, da wo wir abgestürzt sind, konnte man noch weiter. Das ist so krass. Geil eigentlich. Aber wir sollen weiter hoch. Ach, unser Flugzeug. Der Absturz von uns. Das ist unser altes Teil hier. Sehr interessant, das Ding mal zu sehen. Also ich habe das Gefühl, das war die schwerste, die wir suchen mussten. Das ist eine da hinten. Moment. Ja, doch, schaffen wir. Die hassen uns da jetzt zwar gerade alle, weil das alles voller Alps ist, aber ich denke, wir können uns schon da irgendwie dran vorbeischmulen. Ja, ist alles rot. Hm. Wir gehen einfach eine größere Runde. Tut mir immer noch so weh, ne? Also leid, ne?
Oh, wer ist denn der gute Herr da? Bombi. Man munkelt, du hättest einen Steckbrief von Ray. Na und, was heißt das jetzt? Dass Ray sich aufhält, ich kaufe dir Ray Steckbrief ab, gib mir Ray Steckbrief und ich lasse dich am Leben. Hm. Ich kaufe dir Ray Steckbrief ab. Na schön, das hast du aber die volle Summe von 1000 Elixit. Nö. Also exakt das, was auf dem Steckbrief steht. Schlechter Deal. Tja, daneben nicht. Gib mir Ray Steckbrief und ich lass dich am Leben. Das ist ja endlich mal ein Angebot, das ich nicht ausschlagen kann. Dich zerquetsch ich! Oh! Ich hab schon wieder keine Zeit, um... Wow. Ja, der wird die... Ist mir schon klar, dass er die Geschichte verändern wird. Aber, ich kann es jetzt nicht ändern. Die sterben mir hier eh alle weg, wie die Fliegen. Ich dachte, ich warte... Hier sage ich jedes Mal, wenn ich ins Wasser gehe, aber ich warte echt immer noch darauf, dass mich irgendein Vieh unter Wasser zieht. Genauso wie bei Far Cry Primal, ey. Stehe da nichts ahnend am Wasser und auf einmal packt mich ein Krokodil. Och, musste das jetzt echt sein? Hier ist alles vermiemt. Hier ist alles voller Dingensoldaten. Und da ist noch ein großer Roboter. Ja, da gehen wir jetzt nicht lang. Ah, oh, zu spät gesehen. Scheiße. Ich wollte nur außen rumgehen. Och man, leck mich doch, ey. Jetzt habe ich gar nicht drauf. Ich hasse diese Dinger. Jetzt gucke ich auf den Weg. Ich gucke jetzt nur auf den Weg. Oh. Böse Vieh. Oh. Alles böse. Sag mal, Junge, was willst du überhaupt für Elektroschocker haben? Elex-Batterien haben. Da willst du Elix-Batterien raus haben. Daraus. Daraus, daraus. Ja, wenn es denn weiter nichts ist. Ich versuche mein Bestes. Aber ich kann dir nicht sagen, dass das funktioniert. Vielleicht können wir dich nutzen. Okay, doch nicht. Hallo, hallo, lauf. Holla. Scheiße. Ach, Falk ist da oben. Wir müssen nach unten, Falk. Voll nach unten, ey. Da! Wie du willst.
Oh oh. Ah! Scheiße! Scheiße! Ach mein Gott, komm! Oh, scheiße. Oh, das funktioniert so nicht, wie ich das will. Ach, nö. Noch ein tiefer? Was ist das denn? Wieso kommst du hier durch? Wo ist die Elex-Batterie? Da. Nee. Bin ich gerade dumm? Wo ist die? Oh Gott. Er kommt jetzt nach oben. Voll das Katz-und-Maus-Spiel hier gerade, ey. Falk, kannst du mal bitte wieder aufstehen? Ah! Also das ist voll der Bug. Der ist total beschissen, dieser Bug, ey. Es ist kompliziert. Wir haben keine Probleme. Nichts, was wir nicht lösen können. Geben Sie mir nur noch etwas Zeit. Ich gebe nicht auf. Komm, lauf, 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 lauf. Ich hab sie. Ich hab sie. Ich lass Falk sterben, ich lass ihn zurück. Ist mir egal. Denn ich hab das, was er brauchte. Boah, ich werd immer noch verfolgt. Erstmal da hinten hin. Boah, Alter. Boah, ich muss erstmal drauf klarkommen, ey. Boah. Falk ist noch da. Shitte. Falk liegt da noch. Wie soll ich den denn da wegbekommen? Oh. Der liegt da noch. Der kommt nie weg. Vielleicht wenn ich einen anderen... Ich weiß nicht. Hydraulisches Gelenk. Wie kriege ich denn Falk da jetzt weg?
Jetzt ist da hinten noch eins. Ich weiß gar nicht, was näher dran ist. Das eine wird bestimmt auch wieder voll die Schwierigkeiten geben. Aber das geht nicht. Ich brauche jemanden. Oh, Falk, ey, das ist echt scheiße. Ich weiß nicht, wie ich den holen soll. Pass auf, ich mach's jetzt so. Ich gehe jetzt dahin zurück, hol mir einen anderen. Wo ist denn hier unser Lager? Ach, die sind jetzt doch alle in diesem Lager, das in der Mitte ist. Was stand da gerade? Zurück zu deinen. Was? Es wäre echt schön, wenn die Sachen ja mal ein bisschen länger eingeblendet werden würden, ne? Wäre echt geil. Okay, da ist Kaya, die erkenne ich schon. Mitkommen. Okay. Prächtig. Falk ist immer noch da. Falk kommt. Falk kommt. Oh mein Gott, er kommt nach Hause. Schön. Schöne Sache. Jetzt muss ich nur warten, bis er wieder hier ist. Gott, ich wäre da nicht nochmal reingegangen. Das andere wird bestimmt jetzt auch mächtig schwer. Ich glaube, ich mache das auch ein bisschen falsch irgendwie, weil normalerweise würde ich jetzt davon ausgehen, dass man diese Klamotten da alle töten muss, um da dann vorbeizukommen. Aber ich weiß, dass ich das nicht schaffen werde. Ich weiß noch nicht mal, ob ich das Spiel überhaupt schaffen werde. Ich beiß mich durch, ich versuche es. Ich komme halt an diese Sachen, die ich halt haben will, ne? Ich gehe es halt ein bisschen schlauer, vielleicht dreister an. Was ich jetzt aber ziemlich blöd fand, ist, dass die Alps da rumschweben und so, war alles gar kein Problem, ne? Damit kann man rechnen. Aber das, ey, komm bitte. Dass die Maschinen durch die Häuser, also durch die Wände gehen und so ein riesiger Koloss durch so eine schmale Treppe läuft, also es ist ein bisschen übertrieben. Das ist wesentlich übertrieben. Aber da sollten sie ein bisschen mehr an die Physik denken. Er ist gleich da. Dann müsste er jetzt hier so langsam auftauchen. Ist irgendwo da unten? Aber er kommt nach oben. Ich brauche dich nicht mehr. Geh ins Lager. Ja. Mitkommen. Ja. Gut. Ich glaube, von da aus ist es nicht so schwer. Das ist ein Turm. Sieht nach einer Basis aus. Ich weiß nicht. Dann flitzen wir mal ein bisschen.
Ja, ich sehe hier schon viele Viecher. Ich kann da auch nicht rüber. Ich weiß, dann fange ich Feuer. Habe ich schon hinter mir. Oh, die Viecher sehen ein bisschen böse aus. Ja, es ist so. Du machst das schon, Falk. Einfach weiterlaufen. Wenn du denen nichts tust, tun sie dir auch nichts. Was ist das denn da hinten? Oh, voll die vielen Viecher hier. Was? Ach ne. Der legt sich echt mit allem an. Da mit dem Dino. Hast du eigentlich geguckt? Hinter dir läuft irgendwie sowas wie eine Echse. Guck mal. Ich will nur gucken, wie das aussieht. Oh Gott. Das war zweimal. Zwei Schläge und ich bin tot. Falk, ey. Mein Gott. Ich wundere mich da, ey, überhaupt nicht mehr. So, wir gehen jetzt hier unten durch und du hältst dich von den Viechern fern. Es wird heiß, es wird heiß. Bist du dir sicher, dass wir dahin wollen? Wir müssen dahin wegen dir, du Idiot. Okay, das müssen wir schaffen. Ich glaube, rennt uns noch was hinterher? Ich bin mir nicht sicher. Okay, ich weiß nicht, wo ich bin. Wow! Nein! Boah! Renn! Ich renne jetzt einfach. Ich renne jetzt einfach. Wow. Wow. Oh mein Gott. Falk, lass es sein. Falk, lass es sein. Bitte. Entschuldigt, dass ich jetzt nicht gesagt habe. Das ist bestimmt total witzig mit mir. Gott. Oh, die Viecher.
Wo sind wir denn jetzt hier, Falk? Mhm. Die jagen uns immer noch, ey, mein Gott. Okay. Haben wir geschafft, super. Stell dir vor, du hättest den Einschlag des Meteors mit eigenen Augen sehen können. Das wäre ein kurzes Schauspiel geworden. Ja. Stimmt. Aber was für eins. Oh, wo sind wir denn hier? Ein richtiges Geschütz noch. Hier ist keiner. Ey, das ist das erste Mal, dass ich hier so eine Stelle finde, ne? Okay. Hat sich erledigt. Ich wollte gerade sagen, ohne Monster und Menschen. Aber da hinten läuft schon eins. Ich sehe da hinten auch von Weitem eine Spinne rumtänzeln. Okay. Ja. Wir können auf den Rohren laufen. Ist da bei dem Turm. Boah, da kriecht alles rum, ey. Das sieht aus wie eine Mischung zwischen Spinne und Gottesanbeterin. Ich traue der ganzen Sache nicht. Das soll da bei dem Turm sein. Ach, hier ist das eingeschlagen. Oder nee, doch nicht. Ich dachte erst. Ist ja überall eingeschlagen. Haha. Nur einer an, was wir da hinten haben. Ganzer Elix-Dingens da. Oh, oh. Ich wollte da noch gucken eben. Sieht aus wie so ein Damm. Weit und breit kein Teleporter, ne? Okay, ich sehe auch weit und breit keine Feinde. Ich speichere das nochmal. Und dann verabschiede ich mich bei euch und sage tschüss, bis zum nächsten Mal.